Leute, das wird die Folge der Aufklärung. Weil in dieser Folge erfahren wir nicht nur ein bisschen mehr über die Sendung an sich, sondern auch über einige Teilnehmerinnen dort. Und es ist okay interessant gewesen. Ich habe gedacht, wir können uns richtig doll freuen auf die vierte Folge von Reality Queens auf High Heels durch den Dschungel. Woo! Ja, in der letzten Folge hat uns Claudia ja leider verlassen müssen, weil sie zu sehr Heimweh wegen ihres Kindes hatte. Und Franzi ist aufgetaucht, wo wir alle waren so, wo kam die so schnell her? Aber jetzt ist sie halt da. Die hat ihren ersten Schocker gehabt, weil sie direkt im Loser-Camp schlafen musste und gar nicht darauf eingestellt war, was da abgeht. Und wir sind deswegen alle mal gespannt, wie es weitergehen wird. Wer sich natürlich aber auch alles reinsetzen will, kann es gerne machen auf RTL+. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr gerne diesen wundervollen Kanal abonnieren. Wir haben gemeinsam Spaß und legen auch direkt mal los. Aufbruch zum Battle. Ich muss, Entschuldigung, heute ins Luxuscamp. Deswegen schaue ich schon, wie ich die Zähne putze, weil es kommen ja andere Sachen auf mich zu. Da gibt es ein Champagner, da gibt es alles. Also es wird edler. Warum halt, aber... Danke für dieses Gespräch. Warum haben Sie überhaupt Patricia irgendwas gefragt, während sie sich die Zähne am Putzen war? Und warum ist Patricias einziges Ziel auch im Luxuscamp, dass sie ihren Champagner kriegt? Also ich würde an so viele andere Dinge denken bei Luxus, wenn man in diesem Dreck schläft, als an Champagner. Aber gut, jeder zu seinen Prioritäten. Wie lame ist das denn? Es geht gar nicht, es ist voll der Red Flag. Ich sage, die ganze Gruppe fällt mir einfach auf, dass die wirklich besonders irgendwie sich als Gewinner schon sehen. Eine Glückssträhne ist nie durchgehend. Irgendwann bricht sie ab. Und das könnte dann auch mal witzig werden, wenn das dann auch passiert. Emmy kommt ja aus dem Loser Camp, durfte durch einen glücklichen Zufall ins Gewinner Camp Team wechseln und ist jetzt so, Leute, wartet erstmal ab, wenn diese Glückssträhne irgendwann mal reißt. Weil das ist ja wirklich was anderes. Wenn das Loser Camp irgendwann im Luxus Camp ist und die so, okay, alles klar, aber wenn das Luxus Camp, was ja eh schon schlimm ist, also schlimmer als das richtige Leben, dann noch merkt, wie es im Loser Camp abläuft, das wird fein. Habt ihr alle Bock aufs Spiel? Ja! Ja! Wollen wir wieder gewinnen? Ja! Wollen wir im Luxus Camp schlafen? Ja! Alter, weil wir uns die Kohle sichern. Wollen wir aufhören, unnötige Fragen zu stellen, die eh mit Ja beantwortet werden und die Motivation am Ende gar nicht steigern? Ja! Bitte. Wir haben jetzt Franzi. Mhm. Ich meine, ich kenne sie auch privat. Mhm. Sie ist sportlich. Okay, wie wir alle. Genau. Vom Kopf her würde ich sagen, okay. Wenn Ricarda, die ihre nette Freundin Franzi, die sie privat kennt, nicht beleidigen will. Ja, von der Intelligenz her, sie ist dabei, ne? Gut, das ist auch schön umschifft gewesen. Das ist okay, pass auf. Jolina, du siehst ein bisschen schlapp aus. Ja, was ist denn los? Ich fühle mich scheiße. Ist ja auch, ich fühle mich so, wie ich aussehe. Scheiße, Fieber, Magen, Darm, alles drum und dran. Ja, das heißt, du wirst heute beim Spiel nicht mitmachen können? Kann ich mehr, ich bin am Arsch. Okay, und dann schwächelt jetzt auch schon Jolina und sagt, sie ist ein bisschen am Kränkeln. Ist natürlich dann besser, wenn sie bei dem Spiel aussetzt, aber irgendwie ist dann auch ein bisschen der Wurm jetzt drin. Ne? Claudia gegangen, Jolina geht's nicht gut, hoffentlich wird das jetzt nicht noch schlimmer werden. Denn ihr seht hier links neben mir zwei Kajaks und mit diesem müsst ihr gleich raus auf den Fluss. Denn auf dem Fluss verteilt befinden sich Holzlatten. Und zwar nicht zu wenige. Also für jedes Team sind da 14 Stück, es sind 28 Holzlatten, die da später mit dem Kajak aufsammeln müssen. Was aber mal eine bessere Challenge ist, also sie müssen jetzt mal wirklich was tun, wirklich mal zeigen, was sie können. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die ein bisschen Kraft fordert. Und das Gute ist, nur zwei müssen ins Kajak und die anderen müssen dann später was anderes tun. Und dann ist es nicht so schlimm, dass Jolina nicht mitmachen kann. Ja, das ist ja super. Diese müssen richtig zusammengesetzt werden, um das Lösungswort zu erhalten. So, das ist nämlich die Aufgabe der anderen. Sie können das Lösungswort auch vielleicht schon vorher nennen, wenn Sie es irgendwie erkennen, wird wahrscheinlich immer ein bisschen schwieriger werden. Vor allem muss man ja eine gewisse Bildung für sowas auch haben. Mal gucken. Ich rieche irgendwie Probleme. Und Team Green Geckos, es wird echt mal an der Zeit, dass ihr Gas gebt und endlich mal das Luxuscamp sehen dürft. Ja. Vanessa, ja. Bist du optimistisch? Ja. Du siehst nicht so motiviert aus, was ist los? Ich vermisse Ricky. Oh, schatz ich dich auch. Mit dem Team Geckos harmoniert es jetzt für meinen Geschmack auch nicht so. Verständlicherweise, weil sie ist ja dann direkt reingekommen, von ihren guten Freunden gelöst worden, da reingeschmissen und die mag sie jetzt halt auch nicht so gerne. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Stimmung. Also du, das zieht natürlich eh schon runter, dass du in einem Losercamp gelandet bist an Vanessa Stelle. Aber dann ist auch noch so, ich mag die eigentlich alle gar nicht. Es ist schwierig. Also so ich in Reality-Sendungen gezwungene Teams zu haben, gezwungen zusammenzuhocken, schwierig. Vor allem, wir kennen das, glaube ich, alle, wenn wir in unserer Schulzeit oder whatever in irgendein Team reingewählt wurden oder irgendeine Gruppenarbeit machen mussten mit Leuten, auf die wir gar keinen Bock hatten. Und das war dann so eine Stunde. Und das ist ja rund um die Uhr. Ich verstehe es. Du kotzt mich an sowas. Drück dich ab, wir müssen da dran. Guck mal, da ist das. Ja. Oder wir holen erst das.
Das Spiel, fand ich, war wirklich die Definition von Chaos pur. Es wirkt auch ein bisschen unkoordiniert bei den beiden. Ich verstehe allerdings nicht ganz, warum sie überhaupt Schwimmwesten tragen müssen, weil das Wasser sieht jetzt nicht besonders tief aus. Also sie gehen so, okay, weg vom Strand und waren dann direkt auf der anderen Seite irgendwie schon wieder angekommen. Also was ist denn da los? Da kann man doch nicht richtig paddeln. Ich saß vorm Fernseher, oh, ich habe gedacht, meine Güte, was ist denn da los? Alles klar, Theresia. Und da fühlt sich wahrscheinlich auch irgendjemand angefeuert. Also keiner weiß mehr, wer gemeint war. Hauptsache schreien. Ja. Wir drehen uns die ganze andere Seite immer, paddeln. Es geht nicht anders. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Vanessa wirklich so unser Joker ist. Wir müssen zu diesem Brett. Ja, aber wir müssen hier rückwärts. Mach einfach. Nein, hier. Und weil die beiden sich auch irgendwie gar nicht verstehen. Wahrscheinlich ist es aber auch so, dass Carina ihren eigenen Kopf durchsetzen will, Vanessa auch ihren eigenen Kopf durchsetzen will. Und das funktioniert halt bei so einer Teamaufgabe dann nicht. Ne? Da muss man einfach zusammenarbeiten. Irgendjemand muss dann nachgeben und den anderen machen lassen, damit man es irgendwie geschaukelt bekommt oder eine gute Idee einwerfen oder harmonieren. Bei so einem Spiel muss man einfach harmonieren. Ich bin für sie immer da. Selbst wenn ich kacken bin. Und Emmy hat sich die Schuhe ausgezogen, ist barfuß wie bei Baywatch so reingerannt. Können wir darüber sprechen, dass Emmy definitiv nicht barfuß reingerannt ist, sondern Socken anhatte? Wer rennt denn mit Socken in diesen Fluss? Okay, naja gut, immerhin die Schuhe waren sauber, ne? Hey. Vielleicht ein bisschen wichtiger als Essen. Jemand hier was Hier, das, Malisa, das muss hier hin. Ja. Kurze Frage, kann man nicht richtig krass abgucken, wenn man das direkt nebeneinander macht? Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen dumm, Leute. Da kann man richtig gut abgucken und sagen, der Buchstabe muss so zusammengestellt werden. Oder überhaupt bei einer abgucken und dann deren Lösungswort brüllen, geht ja auch. Das Wort ist Tukam. Buchstabier's mal. T-U-K-A-M. M? N. N. Tukan. Tukan ist ein Vogel. Tukan. Tukan ist richtig. Hat jetzt auch ein bisschen was von Lehrer, der ein bisschen nett sein will bei der Aufgabe. Ne? Tukam hast du gesagt? Bist du dir sicher, dass du M meinst? Nein, es war ein Tukan. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es ein Vogel ist. Also Theresia, Applaus, die können sich freuen. Ja, und die anderen haben dadurch zum ersten Mal verloren. Das war schon krass. Also nicht unbedingt krass positiv jetzt. Gewinnerwort ist Tukan und ihr hattet Tapir. Was für Ding? Tapir. Tulpir, Tulpa, Tulpak, irgendwie sowas. Genau, das Lösungswort von denen war irgendwie Tupac. Klingt ähnlich, Tapir kann man sich auch überhaupt nicht merken jetzt, Malisa. Wow, tatsächlich. Muss natürlich jetzt alles neu ausgewürfelt werden. Also ich habe jetzt gerade gesagt, zum ersten Mal hat das Green Gecko Team gewonnen. So ist es ja nicht. Zum ersten Mal haben sie die Schlaf-Challenge gewonnen, wo man in welches Camp einziehen darf. Oh, darauf freue ich mich irgendwie. Habt ihr Lust? Champagne Showers! Ja, wir sind im Luxuscamp. Die denken wirklich, die kriegen Champagner. Ja, und das wird dann auch nochmal eine herbe Enttäuschung werden, wenn sie dann nur normales Essen und coole Betten haben. Ja, also ich verstehe diese Erwartung immer noch nicht. Vor allem auch immer noch das Erste, was sie denken, so, oh mein Gott, Leute, weg aus dem Dreck, Champagner. Ich kann das, verstehe das nicht. Geht's Juelina schlecht? Sie hat inzwischen sogar Fieber. Alles gut, Schatz? Willst du ein bisschen Wasser? Ja? Oh, also hat es sich bei ihr wirklich auch nochmal verschlimmert. Also sie konnte dann wirklich nicht bei der Challenge mitmachen, saß dann am Rand und irgendwann haben die auch gesagt, lasst mal Ärzte rufen, wir müssen die mal ein bisschen abchecken, weil das geht ja natürlich auch nicht. Also da wird zum Glück immer ein bisschen auch für die gesorgt, ne? Das finde ich ja ganz gut. Also ich habe wirklich gehört, hier in Gunsi ist ein Fluch. Deswegen, das macht alles Sinn. Wir verlieren, ich werde krank, weiß gar nichts mehr. Und wer da jetzt aber auch ernst gemeint von einem Fluch spricht, da bin ich ja auch mal wieder ein bisschen raus. Kurz ist mir das Interview aufgefallen und jetzt habe ich direkt, als ich es nochmal sehe, einen Spoiler für den Ende der Folge. Und zwar geht es ihr am Ende wieder gut. Und das, was ihr gerade gesehen habt, dieses Interview, wurde aufgenommen, Tag später, als es ihr wieder gut ging. Ich finde faszinierend manchmal diesen Zusammenschnitt, wenn man checkt, wann was passiert sein muss oder wann das denn jetzt reingeschnitten wird in die Situation. Weil jetzt gerade sagt man sich doch so, hä, in 2 Minuten geht es ihr doch wieder gut. Nee, das war ein Tag oder sogar 2 Tage später. Übrigens, Juelina wurde vor Ort weiter gut versorgt und musste deshalb nicht mitfliegen. Kurz, also für alle, die ganzen Folgen immer gucken, es gibt ja dann am Ende der Folge immer den Trailer für die nächste Folge, da war schon, Juelina ist krank, man sieht den Helikopter, man sieht den Fluch und alle so, nein, was passiert mit Juelina? Und jetzt so, ja, der haben wir mal gerufen, war aber nicht notwendig, ich konnte wieder wegfliegen. Danke für diesen tollen Zusammenschnitt, Leute. Ja, nice, danke. Ich glaube nicht, was meine Ohren da hören. Das war mitten im Dschungel. Band, alle waren dabei, weil es der Schlagzeuger ist. Der Schlagzeuger im Dschungel. Sie waren alle mit dabei und ich würde voll gerne in Ruhe dann in dieses Luxuscamp einziehen und dann träume die da erstmal wild drauf rum.
Vor allem, ich habe mir kurz gedacht, auch wie witzig wäre das, wenn es so das der Negativaspekt im Luxuscamp wäre. Also hey, ihr seid im Luxuscamp, aber diese Leute machen 24/7 Musik rund um die Uhr. Das wäre auch witzig dann, ne? So ein kleines Problemchen im Luxuscamp. Offenbar haben die Queens trotz aller Mühen noch einiges an Kraftreserven. Zumindest 3 der 5. Es sind 6. Also da stehen 6. Wie können... Hä? 3. Sandra und Carina hatten auf jeden Fall nicht so viel Spaß wie wir 3 jetzt. Ja, das fand ich ein bisschen schade, dass Carina und Sandra jetzt nicht so wirklich mitgetanzt haben. Warum das so ist, frage ich mich tatsächlich auch. Und warum wird da jetzt so ein großes Fass draus gemacht? Dann tanzen die jetzt einfach nicht mit. Aber alle so, warum haben sie nicht getanzt? Weil sie keinen Bock hatten. Fertig. Also mein erster Eindruck vom Losercamp war, das geht nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Dachte mir, ich weiß nicht, wie ich diese Nacht überstehen soll. Ja, und damit sagen wir herzlich willkommen. Das ist natürlich jetzt auch, wie erwartet, am Anfang der Folge ein Schock für Sie, dass Sie es jetzt sehen. Ich frage mich, ob Dani Büchner das gerade schlimmer findet als das Dschungelcamp. Weil irgendwie sieht es auch ein bisschen ungemütlicher aus als das Dschungelcamp. Da waren ein paar Blätter drin und ein Ei und ein paar Töpfe. Ja, gut, dann Abfahrt, ne? Ey, wir müssen auch abspülen. Auf jeden Fall. Und das direkt, nachdem ihr dann gekocht habt. Und damit seid ihr dann auf jeden Fall schon mal auch einen Schritt weiter als das letzte Team, was in diesem Camp lebte. Man hat's dann besser als die Loser. Ich persönlich fand's extremst respektlos von dem anderen Team, weil wir waren abends leise, wir haben uns da angestoßen, waren gesittet, sage ich mal. Und die müssen jetzt die ganze Zeit auch diese Trommeln aus der Ferne hören. Leute, es ist nach 10, es ist sowas von Schlafenszeit, ihr könnt doch hier nicht noch rumtrommeln, mitten im Dschungel. Hackt's? Denkt sich hier Malisa natürlich komplett zurecht. Also, du hast die anderen jetzt auch nicht, was soll sie sagen? Hallo, ihr habt jetzt auch genug getrommelt, geht mal bitte. Geht ja auch schlecht. Geh weg. Ich komme nicht mal alleine da hoch oder runter. Ja, Malisa hat die Krise. Wenn ich da jetzt mittlerweile schon einfach abgehärtet bin, sage ich mal, und ruhig bin, ey, dann kann sie das auch. Genau, weil Emmy ist halt wieder das Maß der Dinge. Wenn sie jetzt irgendwann fertig ist mit rumheulen, dann sollen jetzt bitte auch alle fertig sein mit rumheulen, weil sie ist wirklich die Letzte. Das ist die Grenze. Und dann ist Emmy genervt, wenn Malisa jetzt zum ersten Mal auch in dieses Camp kommt und sich denkt, wie soll ich schlafen? Leute, wie dumm ist das bitte? Oh, und Weißwein. Eis zu essen. Nein, Rotwein, Weißwein und Champagner. Hey, das ist ja, ist heute mein Geburtstag oder was? Raus aus dem Losercamp, rein ins Luxuscamp. Und die haben tatsächlich Champagner jetzt auch noch bekommen? Okay, das kommt jetzt überraschend, ne? Wenn die anderen das hören, die denken sich auch so, was, sie müssen nur die ganze Zeit rumholen, dass wir es haben und dann kriegen wir das? Eine Toilette wäre schön. Mit diesem Netz überbelegen, das muss ich. Ich krieg Panik, ich hab Klaustrophobie. Ja, aber sagst du, die zerstechen dich heute Nacht wie die Wilden. Du hast morgen 10.000 Mückenstiche. Ich kann nicht mit diesem Netz, da krieg ich keine Luft. Ich krieg Panik, ich krieg eine Panikattacke. Das finde ich bei Klaustrophobie auch tatsächlich ein bisschen faszinierend. Also ich glaube ihr, dass ihr es hat. Leute, die Klaustrophobie haben, die haben ja, das ist ja einfach auch ein Wahrnehmungsproblem dann. Aber ich denke so, das Netz hat ja trotzdem, du kannst da durchsehen. Du bist ja nicht eingesperrt, sondern es ist einfach nur mit dem Reißverschluss auch zu, von der Logik her. Und trotzdem fühlt man sich da so dann krass eingesperrt. Wild. Ja, aber du könntest auch schlecht mit offenem Ding schlafen, weil dann bist du todeszerstochen. Also ich weiß nicht, ob ich kotzen soll oder kotzen soll. Was war das für eine beschissene Nacht? Ich kann das alles nicht mehr. Das Team Pink Piranha war ja ziemlich verwöhnt. Die haben sich ja sehr als Gewinnerteam gesehen. Und jetzt kommen sie endlich auch mal in der Realität an. Und ich liebe es, dass Amy unser Kommentator für diese Realität ist. Auch ein bisschen sehr funny, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Dschungel halt voll viel mit mir macht, weil hier kommt man halt voll zum Nachdenken und man hat hier voll viel Zeit und zu Hause verdrängt man ja immer alles. Da kommt es dann alles natürlich hoch und du bist auch aus deinem Alltag gerissen. Und das denke ich mir auch manchmal so, solche Reality-Sendungen sind eigentlich auch für die Psyche manchmal vielleicht auch richtig praktisch, ne? Also du kommst ein bisschen von deinem Handy weg, irgendwelche Süchte nach, keine Ahnung, Drogen, Alkohol, Zigaretten werden stark minimiert. Du musst dich sehr viel mit sich selbst beschäftigen und selber mal mit dir selber klarkommen und vielleicht auch kommen dann Dinge hoch, die du reflektieren kannst. Also irgendwie... Also toll eigentlich. Das ist eine tückische Frage. Letztens war was richtig Komisches bei mir zu Hause. Und da habe ich so angefangen zu heulen. Da habe ich einfach so, ich wollte für meine Familie kochen. Okay, wenn ich gleich zu Hause bin, rufe ich Mama an und frage sie, wie sie den Rotkohl immer gemacht hat. Und das merkt mir eingefallen, ich kann sie gar nicht mehr. Oh nein, Schatz. Ihre Mutter ist verstorben vor kurzem. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Dreh da zusammenhängt, aber ich glaube, das war sogar... in dem Jahr noch gewesen. Und der Tod ist immer so ein schlimmes Ding. Vor allem, wenn
du die Person beerdigst oder irgendwas, dann ist es ja auch trotzdem abgeschlossen und trotzdem im Alltag begegnet es dir immer wieder Kleinigkeiten und Trauer ist einfach da so ein langer Prozess und ich glaube, da in dem Moment ist es natürlich dann auch nochmal anders, vor allem, wenn sie jetzt für sich selber rauslassen kann, weil gerade auch Trauer in der Familie ist immer, man will für die anderen stark sein und es selber nicht zulassen. Ah, schwierig. Vanessa, die jetzt allerdings auch wieder im Luxuscamp angekommen ist, denkt sich so, Leute, ich share hier mal ein paar Experiences mit meinem vorherigen Team mit euch und da kann man vielleicht auch noch von lernen. Und halt auch generell haben wir oft auch in der Runde immer mit allen Gespräche geführt, damit man halt auch weiß, auch einfach wie der andere vielleicht so tickt. Gestern haben wir uns ja zum Beispiel auch schon gut abgesprochen, mhm, da vor Ort. Ja, ja. Und es hat ja und hat funktioniert. Gut geklappt. Ja. Also zumindest sitzen wir hier. Ja. Ja. Es hat voll gut geklappt. Also, wir sitzen hier. Das war okay, oder? Ja, ich glaube, das hat nämlich nicht so gut geklappt. Also, die beiden sind sich auch noch gar nicht so grün. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Vanessa, die ja irgendwie Probleme mit Lisa hatte, da auch viel gequatscht hat. Oder ich glaube, untereinander gibt es da, glaube ich, manche Problemchen. Auch Ricarda und Vanessa haben sich jetzt viel besser erachtet als die anderen im Team. Ich glaube, das idealisiert sie jetzt auch gerade ein bisschen, ne? Hundertprozentige Erkenntnis ist besser als denken. Eine geschlossene Anstalt in Gerresheim, da kommst du... Da gehst du hin, ja, wenn du hier rauskommst. Ja. Ich war schon mal in einer geschlossenen Psychiatrie. Nein, ja, aber nicht selber drin. Die Frage ist, wie bist du wieder raus? Also als Gast, du warst mal Besucher. Nein, ich wurde eingewiesen. Warum? Von meiner Mutter. Was? Ja, keine Ahnung, da war ich. Also ich habe aber so eine schwierige Phase, wo ich auch ins Kinderheim gekommen bin. Und wer dazu mehr wissen will, kann sich ja nochmal das große Promi-Büßen angucken, weil da erfahren wir mehr, dass Emmy einfach eine schwierige Kindheit oder Teenagerzeit hatte, auch Konflikte mit ihrer Mutter. Und ich finde aber gut, dass sie sich da irgendwie öffnet und erzählt. Also bei ihr wirkt es auch immer so, ah, das ist so passiert, kein großes Ding, Mensch. Aber ich glaube, das hat viel mit ihr gemacht. Damals auch aus meinem Umfeld rausgerissen wurde, also aus Deutschland, sind wir nach Spanien gezogen. Ich konnte kein Spanisch, dementsprechend konnte ich keine Freunde finden. Und es macht mir nichts aus, alleine zu sein. Also ich brauche niemanden, nur mich selbst. Und deswegen, alles, was ich habe, meine ganze Energie, Liebe, Geld, das stecke ich alles in mich rein. Ich bin... mein Lieblingshobby. Ich finde irgendwie, ich bin mein Lieblingshobby, ist trotzdem eine geile Aussage irgendwie. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es dann auch wieder aus ihrer Mauer ist und dass sie es gerade wieder ein bisschen spielt und einen voll geil findet, allein zu sein. Aber irgendwie, alle meine Liebe stecke ich in mich selbst rein. Ich bin mein Lieblingshobby. Klingt trotzdem einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich mag die Aussage, glaube ich. Gefällt mir gut. Jetzt versteht man auch, warum sie so eine Einzelkämpferin ist, warum sie sich nur auf sich selber verlässt, weil sie wahrscheinlich das Vertrauen an die Menschen verloren hat. Das ist wahrscheinlich wirklich der Fall. Und ich glaube, sie möchte wahrscheinlich eigentlich tief im Inneren gar nicht alleine sein oder eine Einzelkämpferin sein. Aber wenn du dieses Urvertrauen in deine Familie verloren hast, hast du auch sehr schwer oder große Probleme, anderen Menschen einfach zu vertrauen. Und wenn gerade die Bindung zwischen ihr und ihrer Mutter so gestört ist, könnte man das mit einer Therapie vielleicht mal versuchen aufzuarbeiten? Meine leibliche Mutter hat mich im Krankenhaus liegen lassen als Baby. Ach du Scheiße. Und dann bin ich adoptiert worden. Mein leiblicher Vater, weiß ich gar nicht, wer das ist. Stell mir vor, es wäre irgendwie ein geiler Promi. Das würde ich mir immer denken, so locker ist der reich. Locker ist der reich. Allerdings, auch wieder hier, finde ich gerade interessant, also wenn die alle ihre Problemchen sharen und ihre ganzen schlimmen Stories aus der schlimmen Vergangenheit. Ich finde, das ist, frage ich mich mal, ist das der Normalzustand in unserer Gesellschaft und Leute reden einfach nicht drüber? Ich finde es cool, dass sie darüber reden, dass andere Betroffene merken, ey, dazu geht es auch anderen, auch Leuten im Fernsehen, auch coolen Leuten im Fernsehen. Allerdings, manchmal frage ich mich auch so, kommen dann eher diese Leute auch deswegen in Reality an, weil da irgendwas halt nicht perfekt im Leben lief und sie deswegen dort gelandet sind. Wisst ihr, was ich meine? Die Geschichten von den anderen sind natürlich auch krass, sie sind interessant, sich die anzuhören in dem Moment, aber mich berühren sie nicht, weil ich einfach anderen Menschen absolut herzlos gegenüber bin. Ich verspüre keine Gefühle, keine Traurigkeit, kein Glück. Also andere Leute sind mir einfach wirklich komplett, was sowas angeht, egal. Und das glaube ich ihr halt nicht. Gerade auch im Umgang mit Claudia hat man gemerkt, dass Emmy halt trotzdem nicht so ist. Also sie wechselt jedes Mal zwischen Emmy, eine gefühlvolle Person, die sich für andere einzeln interessiert und zu Emmy, mir ist alles egal, ich will nicht verletzt werden, Schutzmauer, ich bin die Oberkuhle hier. Hin und her und ich würde, glaube ich, so gerne, und weil ich mir das irgendwie interessant vorstellen könnte mit Emmy sogar, sie so gerne verletzlich sehen, wie sie halt wirklich drauf ist und nicht diese, ich bin die super coole Assi-Braut, wisst ihr? Das ist sowas von Show. Naja, tatsächlich gibt es auch noch eine weitere Challenge wieder in dieser Folge und zwar die Geldgewinn-Challenge und da muss dann wieder angetreten werden. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, dass es besser ist, dass er an diesem Spiel nicht mit teilnimmt. Ja, sehr gut. Die schlechte Nachricht ist, Malisa hat sich verletzt. Ich habe mich dummerweise ziemlich an meinem linken Fuß verletzt. Mein Gott, und wenn das so weitergeht, haben wir am Ende keine Kandidaten mehr, die irgendwas gewinnen können, weil die alle vorher rausfliegen. Malisa kann jetzt auch nicht mitspielen, Julina kann nicht mitspielen, deswegen haben wir jetzt ein 6er-Team und ein 4er-Team.
Hinter mir befindet sich ein kleiner Hindernisparcours und diesen gilt es so gut wie möglich zu überwinden. Am Ende des Parcours steht ein Baum. Dieser wird von den Einheimischen als Buschtelefon benutzt. Dort müsst ihr einmal gegenschlagen, Mama, und den Namen eures Teams so laut wie es geht schreien, damit die nächste Person losrennen darf. Okay, einfach ein Parcours durchrennen dürfte jetzt nicht so schwer sein. Allerdings, weil es ja jetzt ein Vierer- und Sechster-Team gibt, muss das Sechster-Team auch auf 4 Leute reduziert werden. Die dürfen sich das aber selber aussuchen und dann wird gegeneinander gekämpft. Finde ich schwierig, weil dem Viererteam, also dem vorherigen Viererteam, wir haben mit Dani Büchner drin, Jasmin Herren, wen noch? Ricarda und wer darf da gerade noch rennen? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall nicht so die allerstärksten gerade im Vergleich zu den anderen, die da kommen werden. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? In 3, 2, Ja! Die Emmy ist aber schnell. Ich habe vergessen, Emmy war da auch drin und die flitzt da anscheinend durch. Die kann ja fast im Stehen da unten durch drunter laufen. Ne? Also muss man auch mal sagen, Carina hat da kleine Probleme mit. Und die ist da wirklich wie so eine Rennmaus durch den Parcours gelaufen. Da hatten wir echt einen super Vorsprung. Definitiv, Carina hat ja richtig Probleme damit. Das Problem ist halt, Dani Büchner und Jasmin Herren sind da halt nicht so fix hinterher. Und deswegen, naja, gleicht sich das auch schnell wieder aus. Ja, richtig toll. Wieder alles offen. Kopf an Kopf klettern zwischen Piranha Dani und Gecko Sandra. Ja, und das wundert jetzt, glaube ich, auch keinen mehr. Ne? Das bedeutet, die Green Geckos sind langsam richtig gut. Und die Green Geckos haben es! Sie haben Jackpot-Geld gewonnen, sie leben im Luxuscamp, was auch dafür spricht, dass man mehr Kraft hat für das Jackpot-Spiel, weil es ist einfach definitiv entspannter. Ja, schön gemacht, Leute. Jetzt ändert sich ja einiges langsam. Ja, unser Ziel ist es, vom Club der Loser auszusteigen und ins Club der Gewinner reinzukommen. Und zwar an einen ganz besonderen Ort, denn es geht nach Rokopondo. Oh, das wird schön. Ja. Oh, da freue ich mich. Freut euch aber nicht zu sehr, denn dort werden uns die ersten Queens von euch schon verlassen. Aha, auf dem Weg zum Ziel werden also Leute rausgeschmissen werden. Wie, durch Spiele, durch Nominierung, wissen wir nicht genau. Ich verstehe noch nicht, warum sich alle über diesen Ort freuen, weil keine Ahnung, was das sein soll. Aber man freut sich eh immer dort, ne? Ab dem neuen Ort ist Nominierung, ne? Ja. Da möchte ich gar nicht drüber sprechen. Hast du Angst? Verständlicherweise hat Patricia Blanco da Angst. Immer wenn es um Nominierung geht, fliegt sie raus. Sofort. Ich wäre sehr überrascht, wenn es diesmal anders wird, wirklich. Ich wollte am Anfang die Tochter wählen, heißt sie, Julina. Aber die ist ja jetzt selber ein bisschen eingeschränkt. Deswegen ist es ja dann die Dani. Ansonsten noch die Ricarda, weil ich weiß nicht, ob sie... Also weiß nicht, ob man ihr vertrauen kann. Und das wird Vanessa wahrscheinlich nicht so gerne. Doch, man kann Ricarda voll vertrauen. Allerdings kann es doch auch Sandra voll egal sein, ob man Ricarda vertrauen kann, weil die ist eh nicht in ihrem Team. Aber anscheinend wählen die Green Geckos aus dem anderen Team jemanden, den sie raus haben wollen. Und die Piranhas auch. Ich verstehe das schon wieder nicht, Leute. Ich hoffe, das hat irgendeinen Sinn. Ich würde gerne mal, bevor eine Sendung startet, einmal die Regeln so auf Papier einmal zum Durchlesen haben und so, ah, das ist euer Plan, gecheckt, ich bin bereit. Und deswegen macht ihr das, gecheckt und nicht so, hä? Hä, warum? Hä? Okay, machen wir jetzt so. Naja, gut. Julina kehrt allerdings dann auch zum Glück zurück zum anderen Team. Ihr geht es jetzt langsam besser. Die 2 Tage sind rum. Nee, oh, kaum ist sie da, schreit sie wieder. Ja, und damit musst du dann wieder umgehen. Vor allem Malisa freut sich auch richtig, die kann direkt mitschreien. Und Dani so, meine Tochter! Meine Tochter. Ja, aber immerhin geht es ihr besser, da können wir uns doch alle freuen. Und jetzt sind beide Teams wieder vollständig, weil Malisa musste nie weg. Ihr Fuß tat einfach nur weh, ihr Fuß klemmt, würde Moritz jetzt sagen. Ja, und damit endet dann auch schon wieder die Folge, Leute. Ich hoffe, ihr habt richtig Spaß dabei gehabt und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare, ihr könnt auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!